So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich bin heute wieder alleine und ja, wir machen am besten gleich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind gerade durch den Zeittunnel wieder zurück in die Gegenwart gereist. Kapitel 16, ein neuer Morgen. Und ich kann euch gleich schon mal sagen, das wird jetzt erstmal wieder ein ganzer Part voller Dialog. Das ist. Was? Kilian, wo? Ist das nicht die Stelle, an der wir uns zum ersten Mal trafen? Es ist wie dieser Strand. Das bedeutet. Kilian, kann das sein? Nein, es ist wahr. Wir sind in der Vergangenheit. Wir haben es in unsere Welt zurückgeschafft. Ja, wir haben es geschafft, Kilian. Hey, Reptane. Sieh dich um. Wir sind zu Hause. Zurück in unserer Welt. Also haben wir es geschafft. Wir sind durchgekommen. Zurück in die Vergangenheit. Ja. Hier habe ich zum ersten Mal Kilian getroffen. Wollen wir mal sehen. Ich denke, es war genau hier. Hier habe ich Kilian gefunden, tief und fest schlafend. So ist das also geschehen. Diese Zeitreise führte mich in die östlichen Wälder. Und Kilian und ich erreichten so fern voneinander deine Welt. Oh, richtig. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe, wie diese ganze Zeitreisesache. Kannst du uns das bitte erklären? Aber das sind weder der Ort noch die Zeit, um sich in Ruhe zu unterhalten. Lass uns zur Knuddelhof gehen und dort reden. Bevor wir in die Zukunft gingen, haben wir dort gelebt und trainiert. Es ist der perfekte Ort. Alles klar, gehen wir zur Knuddelhof-Gilde. Warte mal. Wird man mich freundlich empfangen, wenn wir zur Gilde gehen? Immerhin bin ich ein gesuchter Gesetzloser in dieser Welt. Wenn ich zu eurer Gilde ginge, wären die anderen nicht schockiert? Glaubt ihr nicht, sie würden versuchen, mich gefangen zu nehmen? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Stimmt, was sollen wir tun? Oh, ich weiß. Es gibt einen guten Ort. Aber wir müssen durch die Schatzstadt, um ihn zu erreichen. Es dürfte kein Problem sein, wenn wir uns unauffällig durchschleichen. Dann geh mal voran. Okay, es geht hier lang. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Die Bonusepisode Platz für Team Charme wurde freigeschaltet. Ja, das ist Bonus-Episode Nummer 4 und ich glaube, die werde ich dann auch gleich direkt nach unserem großen Dialogpart gleich angehen. Weil der Dialogpart geht jetzt noch ein gutes Stück weiter. Diesen Felsvorsprung nennt man Tohaido-Klippe. Tohaido-Klippe? Ja, ich denke, der Name kommt daher, dass die Klippe die Form eines Pokémon mit dem Namen Tohaido hat. Soweit ich sehe, scheint nichts ungewöhnlich zu sein. Es ist hier unten. Hier habe ich gelebt, bevor ich der Gilde beigetreten bin. Nur zu, geht hinein. Ich verstehe. Es ist ein Hohlraum auf der Vorderseite der Klippe. Puh, ich bin froh, dass niemand diesen Ort hier verschandelt hat. Das zeigt, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Ort auf sich zieht. Es wäre vielleicht besser, wenn wir fürs Erste hier bleiben würden. Abgemacht. Aber Kilian. Ich habe niemals erwartet, dass du wirklich Kilian bist. Reptane, kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, Kilian und ich. Wir haben zusammen die Lähmung des Planeten untersucht. Ein Pokémon und ein Mensch zusammen als Team? Ja, doch. Und Kilian hatte oder hat eine spezielle Fähigkeit, die niemand sonst besitzt.
Wir haben uns auf diese Fähigkeit verlassen, um die Lähmung des Planeten zu untersuchen. Sie spielte eine wichtige Rolle. Wenn du von einer besonderen Fähigkeit sprichst, meinst du damit den dimensionalen Schrei? Exakt. Aber der dimensionale Schrei hat einen Nachteil. Der dimensionale Schrei verlangt die Anwesenheit eines Partners, dem man vertraut. Ohne diesen Partner kann diese Fähigkeit nicht ausgelöst werden. Ein Partner, dem man vertraut? Darum arbeiten wir zusammen. Der dimensionale Schrei wird durch Dinge ausgelöst, die eine Verbindung zu den Verstecken der Zahnräder der Zeit haben. Wir mussten herausfinden, wo sich diese Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befanden. Das konnten wir nur mit Hilfe des dimensionalen Schreis. Warte mal eine Sekunde. Du sagtest, dass man für den dimensionalen Schrei einen Partner dabei haben muss, dem man vertraut. Aber der dimensionale Schrei kam schon, als wir uns seit kurzem kannten. Ja, und? Zeigt das nicht, wie groß das Vertrauen zwischen euch von Anfang an war? Wenn du es so ausdrückst, das macht mich ein bisschen verlegen. Dazu hat Kea noch einen Gedächtnisverlust erlitten. Du, Fliegi, warst von Anfang an für deinen Partner da. Vielleicht wuchs das Vertrauen von Kilian in dich deshalb so schnell. Oh, es gibt da noch etwas, was ich nicht verstehe. Wird der dimensionale Schrei nur in Verbindung mit den Zahnrädern der Zeit ausgelöst? Richtig. Dementsprechend wird der dimensionale Schrei nicht an Orten ohne Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit ausgelöst. Wirklich? So habe ich das nicht in Erinnerung. Hör mal, Kilian, erinnerst du dich, dass er auch von Traumato ausgelöst wurde und bei der ersten Erkundung und es gab andere Male. Wir sind an Orten gewesen, die nichts mit den Zahnrädern der Zeit zu tun haben schienen. Aber auch an solchen wurde der dimensionale Schrei manchmal ausgelöst, oder nicht? Bist du sicher? Aber das ist niemals in der Zukunft geschehen. Der dimensionale Schrei wurde sicher niemals an Orten ausgelöst, die nicht in der Verbindung mit den Zahnrädern zur Zeit stehen. Nun, wenn das stimmt, kann ich mir nicht erklären, warum er hier anders funktionieren sollte. Vielleicht sind die Dinge in dieser Welt einfach anders. Vielleicht funktioniert der dimensionale Schrei in der Vergangenheit einfach anders. In der Zukunft funktioniert der dimensionale Schrei also nicht an Orten, die nicht mit Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit stehen. Oh, das erklärt es. Vielleicht erklärt das wirklich dieses eine Mal, als wir in der Zukunft waren. Immer diese Flashbacks. Vielleicht konnte ich nichts vor meinem geistigen Auge sehen, als wir in der Zukunft waren, weil wir nicht an einem Ort waren, der eine Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit hatte. Vielleicht funktionierte deshalb ein dimensionaler Schrei nicht. Und vielleicht sagt Raptin die Wahrheit und er behauptet, die Zukunft und Vergangenheit seien verschieden. Oder verschieden genug, um meinen dimensionalen Schrei unterschiedlich funktionieren zu lassen. Wie dem auch sei. Wie ich schon sagte, wir haben die Lähmung des Planeten untersucht. Lähmung des Planeten? Ich sollte Facebook vielleicht vorher ausmachen, ne? So. Alles ausgemacht. So bestimmten wir die Standorte der Zahnräder der Zeit in eurer Welt, als wir noch in der Zukunft waren. Erst ermittelten wir, wo sich die Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befinden würden. Dann nahmen wir den Zeittunnel. Der brachte uns aus unserer Welt, also deiner Zukunft, in diese Welt. Allerdings. Das ist die Szene vom Anfang. Es gab Turbulenzen während unserer Reise durch die Zeit. Deswegen wurden Kilian und ich getrennt. Aus irgendeinem Grund verlor Kilian das Gedächtnis und verwandelte sich in ein Pokémon. Ich kann nur vermuten, dass das etwas mit unserem Unfall während der Zeitreise zu tun hatte. Ich wurde aus der Zukunft, ich bin aus der Zukunft gekommen und nicht nur das, ich bin der Mensch. Ich bin mit der Mission hierher gekommen, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich weiß nicht, das fühlt sich alles so fremd an. Es erscheint mir irgendwie nicht real. Also, Kilian,
Du magst dich vielleicht an nichts erinnern, aber du warst mein engster Freund. Ich habe mir Sorgen gemacht, als wir getrennt wurden. Ich bin froh, dass ich dich wohlbehalten sehe. Deine Erscheinung mag sich verändert haben, und trotz deines verlorenen Gedächtnisses bist du noch ganz du selbst. Und nichts ändert etwas an der Tatsache, dass wir Freunde sind. Oh, Kilian, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Okay, wir müssen über unser weiteres Vorgehen entscheiden. Wie ich bereits sagte, ich werde wieder Z die Zahnräder der Zeit sammeln. Was habt ihr denn vor? Ich bin etwas besorgt darüber, dass die Zeit in den Regionen stillsteht, in denen das Zahnrad der Zeit genommen wurde. Aber bist du sicher, dass das nur zeitweilig ist? Ganz sicher. Man muss nur die Zahnräder der Zeit wieder in den Zeitturm einsetzen. Dann kehrt die Zeit überall in ihren normalen Zustand zurück. Na dann. Dann gehen wir auch. Wir gehen mit dir, Reptane. Wenn wir ein Zahnrad der Zeit. Wenn ein Zahnrad der Zeit weggenommen wird, wird das negative Folgen für die Pokémon in jener Gegend haben. Aber wir müssen die Lähmung des Planeten verhindern. Na gut, wir gehen zusammen. Aber es ist spät am Abend. Außerdem sind wir von der ganzen Lauferei ziemlich erschöpft. Wir sollten uns heute Abend ausruhen. Morgen früh ziehen wir los. So, wir haben schon 11 Minuten und über 20 Sekunden Dialog. Fliege ist nicht hier. Vielleicht ist er draußen. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Ja, ich grüble. Denkst du an Zwirfinst? Nein, das ist es nicht. Sicher, herauszufinden, an der Nase herumgeführt worden zu sein, ist schon ein Schock. Aber nachdem ich deine Geschichte gehört habe, Reptile, da wurde mir klar, dass Zwirfinst mit dem, was er in der Zukunft sagte, wirklich recht hatte. Und es ließ mich verstehen, dass Kilian wirklich aus der Zukunft kommt. Über solche Sachen habe ich nachgegrübelt. Hey, sieh mal, Reptane. Sonnenschein. Die Sonne geht auf. Es ist schön, nicht wahr? Ja. Vielleicht umso mehr, weil wir so lange in der Zukunft waren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Sonnenaufgang einem so die Lebensgeister zurückbringen könnte. Die Sonne geht auf und wieder unter. Das halten wir für selbstverständlich und das ist nur natürlich. Aber selbstverständliche Dinge, das sind wirklich die allerwichtigsten Dinge und sie sind so kostbar. Alles, was ich je gekannt hatte, war die Welt der Dunkelheit in der Zukunft. Als ich in diese Welt kam und zum ersten Mal die Sonne sah, es war überwältigend. Sie zu sehen, bestärkte mich in dem Entschluss, die Geschichte vor einer finsteren Zukunft zu bewahren. Ich möchte dich gerne etwas fragen, Fliegi. Es geht um diese Zeit in der Zukunft. Als wir vor die Jager gestellt wurden, offen gesagt, waren wir in einer aussichtslosen Lage, völlig ohne Hoffnung. Aber als alles verloren schien, da hast du dich geweigert aufzugeben. Sogar ich hatte schon aufgegeben. Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft? Wie konntest du so stark bleiben? Nun, das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht war es, weil Kilian mir beigestanden hat. Kilian? Sieh dir das mal an. Was könnte das sein? Ist ein seltsames Muster drauf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dieses Muster ist neu für mich. Das ist mein Reliktfragment, mein persönlicher Schatz. Ich habe den Traum, eines Tages hinter das Rätsel dieses Fragments zu kommen. Aber ich war so ein Feigling. Ich konnte nicht mal genug Mut aufbringen, um als Lehrling bei der Gilde anzufangen. Genau in diesem Moment traf ich Kilian. Ja, Kilian war immer da, um mich aufzubauen. Und
Das hat mir immer Mut gemacht. Mit Kilian fühlte ich mich jeder Herausforderung gewachsen. So fühlte ich nach einiger Zeit. Vielleicht war das der Grund, aus dem ich weitermachen konnte, ohne aufzugeben. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst, denke ich. Ja, Kilian hat eine besondere Eigenschaft, die andere so empfinden lässt. Genau wie mir Kilian als Freund am Herzen liegt. So empfindest du Fliegi auch für Kilian. Kilian ist ein Glückspilz. Ein Glückspilz, einen Freund wie dich zu haben. Der Morgen ist da. Wir sollten bald aufbrechen. Ja. Alles klar. Wir sind uns einig, dass wir alle Zahnräder der Zeit einsammeln. Als erstes müssen wir entscheiden, welches Zahnrad der Zeit wir zuerst ins Visier nehmen. Sehen wir uns mal die Wunderkarte an. Von hier aus? Nun, vermutlich liegt der Untergrundsee am nächsten. Wie wäre es mit dem Schemengehölz? Dort habe ich damals mein erstes Zahnrad der Zeit bekommen. Wo liegt das? Hier. Es ist etwas weit weg von hier, aber dort passt niemand wie Selfie auf das Zahnrad der Zeit auf. Oh, super. Wenn wir jemanden wegen eines Zahnrads der Zeit bekämpfen würden, könnte das Aufmerksamkeit erregen. Aber hier wäre das kein Problem, oder? Genau. Das ist dann geklärt. Dann werden wir gehen. Auf zum Schemengehölz. Da ist er. Das ist der Eingang zum Schemengehölz. Oh. Was ist mit dir, Reptain? Es liegt anders als damals irgendwas in der Luft. Nein, das bilde ich mir nur ein. Wir gehen rein, wenn ihr bereit seid. So. Ja. Wir gehen jetzt erstmal zurück ins Hauptmenü. Und wir haben ja da noch eine kleine Bonus-Episode, die wir vor ungefähr 14 Minuten freigeschalten bekommen haben. Aber seitdem keine Zeit hatten, wieder ins Hauptmenü zu kommen. Also, auf zur vierten Bonus-Episode, Platz für Team Charme.